wir sind jetzt in Sambava. Hier hat es angenehme 32 Grad bei um die 60% Luftfeuchte bei gutem Wetter. 32 Grad natürlich im Schatten. Wir gehen heute einkaufen. Wir müssen für 10 Leute einkaufen, plus Guides, plus Träger, die unser Zeug nach Marojeji raufschaffen. Also insgesamt um die 20 Leute. Das werden sehr viele Kilo Reis sein. Wir kaufen auch ein paar lebende Hühner. Irgendwas muss man ja essen, was frisch bleibt. Und ja, morgen geht's los. 70 Kilometer Auto und dann 15 Kilometer laufen. So, einmal noch kurz das Hotel. Hotel ist voll schön. Hinten sieht man schön hungerlos. Auf der anderen Seite gibt es Zimmer. Mehr Zimmer, mehr Zimmer. Oh, müssen wir ein bisschen mehr sehen. Und hier kann man auch ein paar Tiere finden, wenn es nicht ganz so heiß ist, morgens vor allem. Eine Expedition nach Marojeji will gut geplant sein. Erstmal wird aber gefrühstückt. Danach Getränke einkaufen, das ist der einfache Teil. Die holt man im Supermarkt. A little flat, huh? Später geht es mit dem Tuk-Tuk auf den Markt. Tuk-Tuks sind in Sambava das häufigste Fortbewegungsmittel. Sie kommen überall hin und kosten nur ein paar Cent für kurze Strecken. Madagaskar hat mit 120 Kilo pro Jahr den zweithöchsten Reis-pro-Kopf-Konsum weltweit. Reis kaufen wir also auf jeden Fall in größeren Mengen. Und außerdem Gemüse, zwei Sixpacks Hühner, Nudeln, Baguette, Salz, alles was man zum Kochen im Regenwald so braucht. Das Fleisch liegt hier übrigens den ganzen Tag offen auf Holz herum. Es gibt zwar ein frisches Siegel, aber nach mehreren Stunden in Tropenhitze macht das nicht mehr so viel her. Und dann muss alles, was mit nach Marojeji soll, in Reissäcke verpackt werden. Maximal 15 Kilo pro Sack sind erlaubt. Dimbi hilft dabei, die Reissäcke madagassisch zu verkleinern und zu verschließen. Und das ist übrigens Musesi. Er hatte 2019 einen Schlaganfall mitten im Regenwald. Das ist fast überall auf Madagaskar ein großes Problem.
In Marojeji, Stunden von jeglicher Hilfe entfernt, ist es eine völlige Katastrophe. Wie durch ein Wunder, und vielleicht waren auch viele gute Freunde beteiligt, hat Musesi das aber überlebt. Er kann sogar wieder einigermaßen laufen. Und Musesi hat es sich nicht nehmen lassen, aus seinem Dorf mit dem Taxibus, dem madagassischen Buschtaxi, nach Sambawa zu kommen, um uns zu unterstützen. Er kümmert sich heute und morgen um die Logistik. Und da Musesi bis zu seinem Schlaganfall einer der besten Local Guides in Marojeji war, verrät er unseren neuen, jüngeren Local Guides auch jede Menge Tipps, welche Chamäleons man wo findet. Diese Hilfe ist unbezahlbar. Und morgen geht's endlich wieder nach Marojeji.